Nicht so laut. Dr. Marcel hat gesagt, wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen... Mit dem Typ ist... Du kennst dich. Also nimm dich vor... Er ist... Shibuya Power! Shibuya Power! Shibuya? Volcano Pananoka! Shiny Rainbow Miyuzaka! Shing! Shing! Was sind das denn für welche? Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Shing! Shing! Shing? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi Niyoki Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyuroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri. Shing. Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und... du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyurushi Glitzerschein! Was soll das sein? Ein Marashu Niyoki Shibuya? Ein süßes Pokémon? Oder eine Waffe für den Kampf gegen die dunklen Mächte? Shing! Shing! Was sollen wir denn da... Was soll das sein? Eine... Aha. So etwas würde eine echte Kriegerin... Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft... Komm wieder, wenn du ein Samurai... Oder einen von Nagayuso sprengst... Oder die Kraft... Genau. Nieder mit den dunklen... Lilly würde das... Sie sollte das Essen ja nicht selber zu... Aha, da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Es war... Ednas Ballon hing... Das große Bild in der Haupthalle, es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Okay, das ist witzig. Die Maske war fest an der Wand, aber hieß das auch, dass man sie... Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist. Na, so ein Glück.
die Maske, aber... Na, na. Mit bloßen Händen konnte sie braucht eine... Abends hing die Oberin hier ihren Kessel, aber um diese Uhrzeit trank sie ihr... Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an die... Ansonsten benutzte die Ober... Abends hing die... Aber... Da waren schon wie zu dumm da... Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht... Da steckte eine... Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht, an eines, das wichtige Werte vermittelt, wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Quittungsspiel. Schön. Lilly durfte ihre Sachen. Die Oberin hatte Lilly von mitnehmen. Lilly wusste, das Essen war so. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer. Lilly wollte es sich nicht mit der Luft. Pflanzen waren die einzigen, die. Lilly wollte es pflanzen. Lilly wollte pflanzen. Lilly bezweifelte das Lob. Lilly bezweifelte das. Diese Idee konnte Lilly am besten gleich wieder an den. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Was ist denn jetzt los? Verdammt! Damit kam Lilly zwar in die Löcher, sie brauchte... Die Schuluhr war außer Reichweite. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts untypisch. Der Gargoyle hatte die... Nur noch ein dünnes Seil. Warum gab er denn... Knall! Wie waren die nur...
Die Zeiger der Schuluhr und die sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurch zu... Auch das ließ sich partout nicht am Zeig... Lily hätte natürlich... Aber solange niemand eine Animation für die Uhr zeichnete, brauchte sie sich auch nicht zu beeilen. Lily durfte... Auch das ließ... Lily hätte... Aber... Auch das Lily... Aber so... Lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Hey, das ist meine alte Pfad... Ich kann dir Geschichten... Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinder... Aber ich lasse nur aus... Also, lass... In dem Regal gab es drei leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Oh, Besuch. Was für ein selten... Der Ha... Aber ich meine nicht das Re... Ich meine das auch mit extra viel Ketchup. Wie ich vergaß, vorzustellen, wie es damals beim Bau der Pyramide. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ja. Einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Wie so oft, nur die Oberin konnte... Du brauchst gar nicht versuchen. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas... Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den Gatt so wie du. Ich arbeite hart für das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt.